Servus meine Freunde, was geht ab? Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute eine Premiere auf meinem Kanal, neues Video, neue Serie am Start und für eine neue Serie brauche ich natürlich auch einen Aufnahmepartner und da habe ich mir den Erfinder höchstpersönlich an die Seite geholt. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier oder hier sitzt, ich glaube hier sitzt er. Das erste Video, das wir in FIFA 19 gemeinsam aufnehmen, wir müssen uns dafür schämen, dass es jetzt erst soweit ist, aber Shenya darf sich jetzt auf jeden Fall mal vorstellen. Was geht ab, meine Freunde? Was geht? Fabi Skill, Team Army. Ja, lang ist es her und natürlich kommen wir natürlich doppelt und dreifach besser zurück, oder? Ja, das ist klar. Genau. Vor allem, man muss dazu sagen, wir haben es jetzt gerade 11:30, ich weiß nicht, ob es man in der Cam sieht. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, ich habe heute 4 Aufnahmen hinter mir, ich habe heute nur abstoßen dürfen. Also ich bin auf jeden Fall hoch motiviert, heute noch FIFA zu spielen. Nicht, aber sei es drum, vielleicht findet der Tag ja noch ein gutes Ende. Was auf jeden Fall egal wäre, wenn ihr gleich mal ein Däumchen nach oben da lassen würdet für die Mühe, die wir uns machen. Hoffentlich gefällt euch das Video, aber da bin ich mir relativ sicher. Nach dem Video könnt ihr gerne auf den Link in der Beschreibung gehen. Da könnt ihr das Rückspiel bzw. das Hinspiel vom Shenya anschauen und natürlich den lieben Bratan ein Abonnement da lassen, wenn er das noch nicht gemacht hat. Und neue Serie bedarf natürlich auch ein Regelwerk, das der Shenya jetzt für euch vorstellen darf. Richtig, bevor es natürlich losgeht, es geht um den Spieler Kevin Fickentischer. Ja. Alter, ohne Witz, ne? Bester Mann, hey. Der heißt einfach Fickentischer. Ich hoffe, dass YouTube das jetzt nicht sperrt, wenn man das in den Titel reinschreibt, aber ja, just saying. Ja, das ist halt ein Spieler, ja. Mein Beileid für den Namen, aber irgendwie schon cool. Ja, meine Freunde, jetzt kommt natürlich sowas eingeblendetes. Fabi schneidet es ja rein, man kennt ihn. So, Gandalf Battle. Was ist Gandalf Battle? Was machen Sachen? Und zwar folgendes: Das Team muss 100er Chemie haben, um den Spieler wird ein Team gebaut, ist egal wie, Hauptsache das Team hat 100 Chemie. So, dann kommt natürlich das Kuriose, werden alle Spieler komplett gemischt. Das bedeutet, es darf kein ZM wieder auf ZM stehen, ein Verteidiger muss in Sturm oder ähnliches. Wichtig ist, der Starspieler bleibt da bestehen, wo er in der ursprünglichen Position ist. So, dann wird gewürfelt. Zum Beispiel, es wird eine 3 gewürfelt, dann darf Fabi oder ich, bei Fabi kommt drauf an, wer gewürfelt hat, die Spieler schieben. Wenn der jetzt den Stürmer in den ZM schiebt und es tatsächlich ein ZM auf ZM landet, egal, Hauptsache ZM ist ZM, egal ob er links oder rechts, das bedeutet ein Gamechanger und dann darf man variieren. Wichtig ist jetzt bei dem Schieben, wenn ich einen Stürmer in den ZM schiebe, in den mittleren ZM-Position, dann bedeutet für den nächsten Zug, dass der Stürmer und der ZM eingefroren ist. Dann darf natürlich nicht getauscht werden, LF und RF zum Beispiel, wenn man Flügel hat oder linker Verteidiger und rechter Verteidiger. Und ja, Differenz wird das gerade easy peasy, würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube, das erklärt sich dann auch von selbst. Richtig. Wenn ihr das jetzt seht, das ist viel einfacher. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder viel zu viel in den heißen Brei geschnackt. Digga, wir mischen einfach mal durch. Ich meine, ich lasse das ja eh ungeschnitten drin. Ja. Und dann würde ich mal sagen, let's go, Alter. Schieben wir mal das Zeug um. Ach ja, der Torwart bleibt übrigens stehen. Das hast du noch vergessen zu erwähnen. Ich habe gesagt, Starspieler bleibt stehen. Ah, okay, dann habe ich überhört. Lol. Let's go, gucken wir mal. Ich hoffe bloß, dass es nicht so schlimm wird wie... guckt euch einfach die Folge beim Shenya an, Freunde. Das war auf jeden Fall ein lustiges Unterfangen. Aber was willst du machen, ne? Aber ich glaube, ich bin schon soweit. Jo, ich auch. Zack, die Bohne. Ich glaube, das passt so. So, ich habe irgendwas gehabt. Nee, das geht nicht. Okay, gut. Ich gucke nur nochmal durch, aber müsste eigentlich passen. Gut, passt. Gut, dann würde ich sagen, der Gast hat den Vorrang natürlich. Oh, okay. Hol mal deine Siri raus. Okay. Siri, roll den Würfel. Es wird gewürfelt. Die 2. Wow. Oh mein Gott, nein. Oder das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ne? Oh nein. Welche Formation spielst du? Die gleiche wie vorhin. Achso, die 4-3-2-1. Ja, ja. Boah, bitte, Alter. So, pass oh auf. Oh mein Gott, scheiße. Ich nehme deinen rechten Stürmer und schiebe den auf LV. LV? Ja. Ja, der hat da richtig Bock zum Spielen, das sehe ich ja schon. Das ist doch super. Der hat richtig Bock, der freut sich auch schon richtig. Und dann nehme ich deinen linken Stürmer und schiebe den auf RV. Boah,
du Wichser. Du Wichser. Ach du Scheiße. Headshot. Ja, damit hast du mich offiziell komplett nicht gefickt, sondern damit hast du mich komplett entjungfert. Ja, das freut mich. Da bin ich komplett am Arsch jetzt dadurch. Bruder, jetzt muss ich komplett los und ich sehe es jetzt schon kommen, du kriegst die 6. Okay. Bitte. Hey Siri. Roll den Würfel. Es ist die 1. Ja! Ach nee. Ja. Komm bitte. Noch die 5 oder die 6. Ich muss nochmal, ne? Ja, ja, nochmal. Bitte, komm. Roll den Würfel. Die Würfel sind gefallen. Und es ist die 3. 3! 3! 3 plus 1 ergibt 4. Achso, das habe ich vergessen zu sagen. Oh, scheiße. Wenn man eine 1 würfelt, darf man nochmal würfeln. Und das bedeutet, und wenn man nochmal würfelt, die 4, die 5, die 6, das wird addiert. Und das bedeutet, 3 und 1 ergibt eine 4. Welche Formation spielst du? Die 4-3-3. Okay, 4-3-3. Ich schreibe mir das hier nur kurz auf, dass ich einigermaßen einen Überblick habe. Okay, gut. Ich würde sagen, den ersten Zug machst du. Du stellst mal den rechten Stürmer oder den RF. Ja. Stellst du ins Zentrum, also der zentrale ZM. Zum ZM. Ja, der zentrale halt in der Mitte. Okay. Also RF zum zentralen. Mhm. Dann nimmst du den Stürmer mit dem linken Verteidiger. LV oder IV? Also ST zu LV. Ja. Dann nimmst du noch den linken Stürmer zum linken ZM. Zum linken ZM, ja. Einen habe ich noch, ne? Einen hast du noch, ja. Dann gehe ich noch in die Abwehr und ich tausche... Ja, Stürmer dürfte ich jetzt nochmal. Den dürftest du jetzt wieder, ja. Das mach mal. Also den rechten Innenverteidiger mit dem Stürmer. Und? Die letzte Position. Hast du mir einen Gamechanger gemacht noch? Oh nein. Doch, Scheiße. Doch. Hast du nur einen? Ich habe leider nur einen tatsächlich, ja. Scheiße. Ja, und ich mache das... was mache ich denn? Ja, safe. Ich mache das so. Ist okay. Ach du Scheiße. Ist okay. Oh mein Gott. Ja, Brudi. Gut, Freunde, ich glaube, das ist mit Abstand das schlimmste Spiel, was mir jetzt bevorsteht. Wenn ich das gewinnen sollte, wirklich, dann... Na, dann Respekt. Weiß ich nicht. Ja, ich will erstmal dein Team sehen. Gucke ich mir heute noch ein schönes Filmchen an. Könnt ihr euch selbst ausmalen, was ich mir darunter jetzt denke. Ich schicke den Shenya eine Einladung und sehen wir uns bei Shenya sein Team wieder. Ich habe richtig Bock. Richtig Bock. Er hat einfach 30 Chemie mehr wie ich. Der Team 20, Bruder, es tut mir so leid. Ach du wollen wir Scheiße. Wollen wir das Duell spielen? Naja, wenigstens gewinnt dann Dortmund auch mal. Shotgun. Ach du Scheiße, okay, Freunde. Bitte sei nicht zu krass. Ach du Scheiße. Also du hast... Ach, du bist ja, du Scheiße. Du bist ja vorne komplett tot. Ich bin hinten auch völlig am Arsch. Ja, Witzel würde ich nicht unterschätzen, aber Gomez, ja, mit dem mach ich einen Solo-Lauf. Boah, Freunde, jetzt muss ich in den Schwitzer-Modus reingehen. Na, ja, dann würde ich mal sagen, Mario, spiel die Musik ab, let's go. Ich glaube, das wird hier eine sehr ausgeglichene Partie. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Du hast keinen Moderator an, ne? Er sagt einfach so richtig dreist, ich glaube, das wird eine sehr ausgeglichene Partie. Wolf Christoph Fuß, du dummer... Ich sage jetzt nichts, weil das muss ich verpiepen. Oh, let's go, Alter. Hey, Elfmeter! Ja, Elfmeter! Freistoß, nein! Nein, Alter! Oh mein Gott, das war doch... Oh, Digga. Oh, boah, Fickenscher. Was kriege ich, wenn ich den mach? Ich mache ein Eigentor. Ich schwöre, wenn... Ja! Oh mein Gott, was? Ich schwör's dir, das ist ja eine Aufnahme. Ich hab den aufs andere Eck geschossen.
Alter, was? Bruder! Na, was macht der? Ja, stark. Oh nein. Guck dir das mal an. Ey, es ist jeder Schuss ist ein Tor. Das ist zu krass. Dann hat er auch noch einen Stürmer, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Ich quitte. Darf man dann drei Spiele abschließen, wenn man quittet? Nein, alle. Ach so, ja, okay, dann quitte ich trotzdem. Hoppala! Hoppala, senoros muchacho. Hoppa. Mann! Also ich muss sagen, Siri war wirklich auf meiner Seite diesmal. Ja! Nein! Mann! Geh doch mal rein, so ein Scheißball! Ja, scheiß drauf, ist mir jetzt egal. Oh. Der war sogar echt stark, ey. Der war echt gut, ey. Och, nee, Alter. LOL, er guckt einfach nur hinterher! Abseits. Nein, ist abseits! Sonst alles klar bei dir. Ey, was? Was? Was war das, Alter? Nichts. LOL, ich hab meinen Kopfhörer rausgerissen. Nichts. Nichts. Weil ich höre dich nicht, warte. Hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Okay. Ey, Freundinnen, Alter, ist das ein AIDS-Game. Ach du Scheiße, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin top zufrieden. Also zweite Halbzeit, was verdammt. Also so ohne Scheiß, ja. Mit so einem Team, da musst du erstmal so spielen. Ah, ja, stimmt. Das ist echt gut. Du hast keinen einzigen Torschuss in der zweiten Halbzeit. Doch, einen, ne? Den Freistoß. Nein, vier Stück hatte ich. Ich meine in der zweiten Halbzeit. Ja, ja, meine ich ja auch. Ich hatte in der ersten sechs und in der zweiten Halbzeit hatte ich nur vier, aber die waren nicht. Ja, aber so, jetzt nicht so krasse, nee, nee. Wo ich sag, Alter, okay. Die zweite Halbzeit hast du komplett dominiert. War sehr gut. Oh Gott, zwei darfst du, ne? Ja, dann stellen wir um. Naja, stoß mir mal meinen Witzel und mein Gomez noch ab. Das wäre auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit jetzt noch zum Ende hin. Oh, mir nicht. Okay, schieß los. Warte. Schieß los. So, 4, 3, 2, 1. Ich nehme den Stürmer. Das tut richtig weh. Oh. Und wer noch? Den linken Verteidiger, LV. Mario Rui für Champions Karte. Ja. Geht klar. Und? Aber die Karte tut richtig weh, Alter. Du hast einfach Optimus Prime Icon Fickcatcher getroffen. Du kleiner Sack, Alter. Boah, Freunde, Alter. Ey, was eine krasse Aufnahme. Ich muss sagen, ich schwitze jetzt ohne Ende. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Euer Schießbuden-Fabi ist jetzt damit raus. Shenya hat die Antwort. Lass einen Daumen nach oben da, Freunde. Ich bin heute raus mit FIFA. Ich bin völlig am Ende. Haut's rein. Ja, meine Freunde, Fabi wieder Glück gehabt, weißt, wieder Glück gehabt, aber ich meine, zweite Halbzeit hat sich zurückgekämpft, ich denke mal, das war auch okay. Das geht natürlich jetzt raus an meine Wolfsrudel-Jungs, supportet Fabi ein bisschen, also bedeutet abonnieren, liken und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und Daumen nach oben, wird man nach oben, wenn nicht, kommt der Russe vorbei mit Schelle. Das war's von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, ciao.